Einen wunderschönen guten Abend und ja, Björni hier wieder und ja, heute stelle ich euch das Spiel Seum Speedrunners from Hell von Head Up Games vor und ja, beim ersten Blick denkt man direkt, das sieht ja aus wie Doom, also vom Logo und so her. Ja, das tut's, also das hat vom Design und so hat so ein bisschen die Ähnlichkeit und ich habe gehört auch vom Sound so ein bisschen. Ich muss ja sagen, ich habe Doom nicht gespielt. ja, und aber es hat nichts mit Doom zu tun. Es ist halt nur so ein bisschen designtechnisch daran angelehnt. Und ja, ich wollte euch das Spiel einfach mal zeigen. Das ist so das perfekte Jump-and-Run-Spiel. Also, das müssen wir jetzt einfach mal spielen. Ja, Jump-and-Run ist immer ganz nett, besonders für mich. So, also so sieht jetzt ungefähr das Level aus. Und dann haben wir hier oben links zwei Varianten. So, ich zeige euch das einmal kurz. Oben hat man den Totenkopf eingeblendet, ne? Das, was jetzt eingeblendet ist, ist jetzt der beste, so. Und der läuft jetzt ab. So, und das ist jetzt, ich sag mal, der erste, den man hätte, ne? Und jetzt machen wir es nochmal. Man dann ein bisschen getrödelt hat beim, ja, beim Laufen, ne? Dann kann man hier schnell, nein, oh, nochmal neu. Jetzt habe ich ein bisschen. So, ich mach das mal eben. Ich hoffe, es klappt. Haben wir das jetzt geschafft? Keine Ahnung. Aber so, wenn man es halt in dem, in der Zeit von dem einen toten Kopf noch schafft, dann kriegt man diesen hier. Und ja, irgendwo auf der Map soll noch so eine Bierflasche versteckt sein. Die habe ich aber hier auf der Map nicht gefunden. Weiß nicht, ja, die Entwickler wollen einen dabei verarschen oder... Ich guck mal. Also man kann auch sterben. Man kann so coole Feuerbälle schießen. So. Ja, aber möchte ganz gerne jetzt euch die anderen Levels zeigen. Man muss so schnell wie möglich durch. Also guck mal, hier sieht man mein Ranking. Ja. Verbessert hier sich ja von Level zu Level. Guck mal, 416, 93, 208. Und da verschlechtert sich wieder, ne? Aber ich spiele mal das Level. So. Hier geht es darum, hier muss man erstmal durch solche Teile hier durch und dann, erstmal über die Klippe und dann, es macht Spaß. Ne? So, dann habt ihr das auch geschafft, ne? Also, es ist jetzt nicht so schwer und unmöglich, also von daher. So. Jetzt bei dem Level möchte ich euch ganz gerne mal was zeigen, deswegen habe ich die Flasche dort auch noch da gelassen und zwar. So, hiermit aktivieren wir das und da ist, das ist so eine Bierflasche, die ist jetzt hier so versteckt, so. Ja, jetzt hast du Bier gefunden, ne? Und jetzt kannst du entweder beenden oder so und jetzt kannst du hier, jetzt hast du eigentlich das ganze Level und dann kannst du hier eigentlich nochmal so, und so mache ich das. Das ist meine Taktik für das Level und so schafft man das. Oh, also man sieht hier nochmal die Wiederholung. So, und dann... Bei dem Level, das fand ich auch ganz interessant. Also das war das letzte, was ich jetzt hier im Üben gespielt habe. Oh, ich habe die Bierflasche gesehen. Ich habe die Bierflasche gesehen. Da! Woo! Ich habe die Bierflasche. Ja, also es macht Spaß, Bierflaschen zu sammeln, weil die so versteckt sind. Das heißt, wenn ihr das Level geschafft habt, könnt ihr immer noch nach Bierflaschen suchen. So. Hä? Warte, ich versuche jetzt mal, kann ich meinen persönlichen Rekord einstellen? Im Let's Play dürfte das nicht gelingen. Dürfte nicht gelingen, ja. Hat mal geschafft, ne? So, next level. Also man muss das Level so ein bisschen üben, wenn man hier Platz 1 werden möchte. Dann kann man das die ganze Zeit wiederholen. So, und hier kann man das, jetzt muss man damit die Mauer zerdeppern. Das finde ich ja auch ganz interessant, ne? Das hier. Weißt du, ich weiß nicht, was die Entwickler sich dabei gedacht haben. Nein, nochmal neu. Ich wollte euch das jetzt nochmal zeigen. Ich weiß echt nicht, falls Head Up Games sich das anschaut, könnt ihr ja mal schreiben, was, was das genau sein soll. Weil ich hab... Nein, jetzt bin ich auch noch gestorben. Ja, da muss man aufpassen an diesem Teil. Also, ich muss mal gucken, dass ich da hinkomme. Einmal kam ich da richtig leicht hin und sonst bin ich da irgendwie immer verreckt. So. Und ich weiß echt nicht, was man hier machen soll. Ne? Hier kann man ein bisschen die Decke zerdeppern, aber sonst
weiß ich nicht, was wozu das dient. Entwickler, ihr könnt da mal ein bisschen vielleicht schreiben, wozu das dienen sollte. So, jetzt gehe ich weiter. Tschüss, Lau, natürlich, in 28 Sekunden. Es ist viel zu langsam. Da dürft ihr gar nicht anfangen. So, das Level... Warte, voll... Gravity Strapper, ist das Level 6 hier? Spielen wir jetzt auch, wenn ihr euch das auch holen möchtet. Im Steam Store ist das nicht so ganz so teuer, das Spiel. Also es ist lohnenswert. Ich war echt überrascht über das Spiel. Ui, was ist das denn? Ach so, oh. Ja, das war natürlich zu langsam. Aber da musste man sich auch jetzt mal für sich entdecken. Ja. Nein, shit. Nochmal. Ihr müsst das so ein bisschen schaffen. Na, dann kann man hier. So. Nein, oh. Weißt du, dann läuft das genau ab. Ich möchte das Teil haben. So. Nein. Oh Mann, Leute. Gut, nochmal neu. Ja, I got the power. Nicht verarschen? Mann. Habe ich das jetzt geschafft? Nee, immer noch nicht. Mann. Aber gut, das ist immer das... Das finde ich toll an dem Spiel, dass du dich so leicht aufregen kannst, aber... wie steuert man? Also das mit dem Gravität finde ich jetzt so ein bisschen... Ja. Weil man ja so langsam irgendwie hochgeht. Nein. Aber egal, jetzt machen wir das nächste Level. Jetzt habe ich da auch keinen Nerv mehr für. Level 7. Meat Factory. Die Fleischfabrik. Ui. Ah! Ja. Tolle Fleischfabrik, ne? Ja. Nochmal neu. Ah. Ja. Diese Stacheln, die machen mir ein bisschen Angst. Ja, fuck yeah, genau, das kannst du sagen, ne? Das gefällt mir. So, wir können jetzt mal gucken, ob wir das Bier hier irgendwo finden. Oh. Oh, das Bier hier irgendwo. Ah, da! Wie kommt man an das schöne Bier? Das war Barbecue. Ja, ich bin Barbecue, ne? So, das nächste Level spielen wir jetzt auch nochmal. Serpent, was... Was kann man da machen? Lichter. Okay, egal, ich zünde Lichter an. Da. Da ein Licht und da ein Licht und dann gucken wir mal. Ah! Ja, da war der Tod ein bisschen schnell. Aber wie gesagt, ich finde das eigentlich ganz lustig, so diese Levelgestaltung. Man muss ein bisschen mitdenken, man muss gucken. Und dann springt man darüber und dann... Ja gut, jetzt war ich ein bisschen schlecht. So, da muss man schnell sein. Ach, ich mache mal den Fehler, dass ich schon zu früh hüpfe. Das darf ich gar nicht. Gut. Dann spring. So. Doch leider, gut. Habe ich da nicht geschafft. Level 9, Plumbing. Und ja gut, dann müssen wir schon wieder mit dem Gravity nach oben. Und ja, dann können wir hier nochmal hier nach unten. Ich finde die Musik übrigens immer echt passend, weil das die Musik macht Bock so. Das ist so eine gute Laune-Musik, finde ich so. Ah! Nein! Okay, ich fand das Level jetzt extrem schwer. Gut. Boss-Level? Das klingt geil. Ein Boss-Level. Ja, können wir das auch nochmal machen. Ui. Ah! Oh Gott. Ja gut, das ist ein wirklicher Boss, weißt du. Ach so, da kann man in Schutz gehen. Oh. Okay. Nein! Oh, was mach ich denn da? Aber das ist, das ist Hardcore! Das ist wirklich Hardcore. Gut, das heißt Boss-Level, ne? Was will man machen? Alter. Ich glaube, das ist so festgelegt, dass man das so in einer gewissen Zeit schon schafft. Oder? Kann man... In der Luft kann man nicht doppelt springen, ne? Mann!
Oh, das war knapp, das war knapp. So. Oh, was ist jetzt da? Ah, ich sehe es nicht. Oh. Geschafft. Wir haben das Boss-Level geschafft. Hui. So, jetzt kann man mit dem Fahrstuhl fahren. Und jetzt könnte man... guck mal, so ein paar Etagen gibt's. Und jetzt kann man hier wieder den ganzen Dingens da machen, ne? Und ja, wie gesagt, ich finde, es ist ein echt schönes Spiel, Jump'n'Run-mäßig. Wer daran Spaß hat an Jump'n'Runs, der, für den ist es voll was. Also, wir haben ja jetzt Dub Dash, haben wir auch von Head Up Games gespielt. Das war ja auch so ein Jump'n'Run. Und jetzt das hier, das wäre so was für euch, denke ich mal. Es macht Spaß, es kostet nicht viel Geld. Und für ein bisschen Jump'n'Run zwischendurch oder was für die Nerven, ist es echt toll. Und ich würde es euch echt raten. Also, ich war echt positiv überrascht, als ich das Spiel jetzt gespielt habe zum ersten Mal auch, weil es hat mich echt überrascht. Also, das könnt ihr auch mit einem PC spielen, der jetzt nicht so besonders OP ist. Also, es ist halt Indie, ne? Könnt ihr halt gut spielen. Ich hoffe, meine Vorstellung zu dem Spiel hat euch gefallen. Und lasst doch einen Kommentar da, wie ihr das Spiel findet. Ja, also, gut. Gut, eine Bewertung mache ich jetzt nicht. Kevin ist ja nicht dabei. Also den lasse ich das jetzt auch nochmal demnächst zocken. Dann machen wir eine Bewertung. Aber ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüssi!